Ich grüße dich ganz herzlich. Es gibt jemanden, der liebt dich bedingungslos, genau so wie du bist. Ob du groß bist oder klein bist, ob du alt bist oder jung bist, ob du schön bist oder nicht so schön bist in deinen eigenen Augen, ob du weiße Haut hast oder schwarze Haut, ob du ein guter Mensch bist oder im Leben noch nicht so viel Gutes getan hat. Er liebt dich, ganz egal, was du im Leben erreicht hast und was nicht. Er liebt dich, so wie du bist, nur lediglich aufgrund deines Seins. Der oder die du bist. Es ist Gott Vater, die Quelle allen Seins, aus der du selbst entsprungen bist, aus der du selbst kommst und geboren bist. Diese Quelle allen Seins, unser Vater, unser Vater, Mutter, all eine, möchte wieder, dass du in diese Liebe, die diese Quelle dir entgegenbringt, wieder zurückfindest. Sie möchte, dass du dich von diesem Außen, von diesem Leid zurückziehst. Alles, was du im Außen erlebst, ist eine Manifestation unserer alten Denkensweise. Gott Vater möchte, dass du wieder zu dir zurückfindest in dein heiliges Herz, wo er sich dir offenbaren kann in seiner vollkommenen Größe, die du ja auch bist in deinem ursprünglichen Wesen. Gott Vater möchte, dass du ihn so liebst, wie er dich. Und dann kann sich dein Leben auf wundersame Weise wandeln, weil Gott Vater wieder derjenige ist, der in deinem Leben wirken darf. Und wenn Gott Vater in deinem Leben wieder wirkt, wandelt sich dein Leben in ein vollkommen neues, was du bisher noch nie gekannt hast, so zu leben, weil du eben vorher Gott Vater ausgesperrt hast aus deinem Leben. Gott möchte nur eines. Finde zurück in seine Liebe und dein Leben wird unermesslich schön werden. Es ist lediglich deine Entscheidung, ob du so weitermachst wie bisher oder ob du nun einen neuen Weg gehen möchtest. Den Weg zurück in dein göttliches Sein hier auf Erden. Namaste. Deine Victoria Antaria.